Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich dachte, heute machen wir etwas anders, und zwar endlich etwas Schönbau. Und das auf der zweiten Bergstrecke. Hier beim Depot sollte man demnächst mal wieder eine Versorgungsfahrt machen. Und ich habe hier mal ein paar Endstops mal hingemacht. Ich denke mal, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das sind quasi einmal zwei Ebenen übereinander. Für den schönen Bau werden wir heute mal die Draisine nutzen. Das ist ein bisschen einfacher, als wieder jedes Mal die Lok hier aufzuwärmen. Und die Draisine habe ich hier hinten reingeparkt. Da passt sie gerade perfekt hin. Und damit ich jetzt die ganzen Weichen nicht umlegen muss, nehmen wir die einfach Huckepack. Das werden wir dann auch bei Stellen machen, wo es ein bisschen zu steil ist für die Draisine. Aber für so ein bisschen rumbauen, damit wir schneller von A nach B kommen, ist das mit der Draisine jetzt ganz praktisch. Ist ja schnell verlegt. So. Dann geht's mal nach unten. Falsche Richtung. Und los geht's. Wollte ich jetzt schon so lange machen, weil man einfach die Stellen da hinten mit dem Gleisbett überhaupt nicht gefallen. Das werden wir heute alles mit diesen Steinmauern austauschen. In der zweiten Phase werden wir auch ein paar Kurven hier begradigen, dass sie nicht so aggressiv sind. Ja, runter ist kein Problem mit der Draisine. Das Raufkommen ist das Problem. Der Part ist hier eigentlich ganz okay. Aber da vorne ist, glaube ich, schon die erste Stelle, die mir nicht so gut gefällt. Das ist nicht schön hier. Also den Part über das erstes machen, dass wir hier die Kurve schöner machen. Dass die hier nicht den Schlenker nach rechts so reinmacht, sondern eine schöne durchgehende Kurve ist und auch die Schiene da mittig ist. Die Kurve neu zu machen war gar nicht so einfach. Da habe ich mehrere Anläufe gebraucht, damit ich hier den richtigen Startpunkt von der Kurve erwische. Und den richtigen Winkel. Das hat ein paar Versuche gebraucht. Man hat halt leider keine Vorschau, wenn man jetzt den Winkel einstellt, wo es hingeht. So, hier versuche ich jetzt gerade die Kurve komplett zu löschen, die alte. Um dann von geraden Stück zum geraden Stück zu kommen, um die Kurve mal durchzuziehen. Also, was ich nicht bemerkt habe, ich vertone das im Nachhinein. Wenn ich so für mich spiele, finde ich es doof zu kommentieren, deswegen kommentiere ich das hinterher. Ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. So, das ist jetzt der erste Versuch. Und das ist immer wichtig, dass man so ein kleines Stück macht und damit alt die Richtung sperrt. Und jetzt probiere ich es hier mit dem ersten Winkel und schaue, wo wir da landen. Das war jetzt hier minus 13. Und das war schon gar nicht mehr so schlecht. Aber also jetzt, wenn ich mir das Footage, also die Aufnahme da so anschaue, wäre vermutlich minus 13 gar nicht so schlecht gewesen, hätte ich die Kurve ein bisschen später angefangen. Dann hätte ich da treffen müssen. Aber hier schaue ich jetzt dann noch mal wegen der Neigung, dass wir dann noch ein bisschen nach unten gehen müssen, dass wir dann auch hier wieder auf der richtigen Höhe zusammenkommen. Jetzt werde ich es noch mal mit einem anderen Winkel probieren und mit verschiedenen Startpunkten. Also wie gesagt, ich habe es ein paar Mal probiert. Ich werde das mal ein bisschen beschleunigen und dann gehen wir weiter zum nächsten Teil, wo ich dann die Strecke umgebaut habe. Also hier ein Zeitraffer, wie ich die Kurve hier neu mache.
So, damit hätten wir es ja dann endlich geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das Snapping-Problem hinkriegen. Und dann könnten wir eigentlich mit der Draisine schon mal drüber fahren. Die letzten Bäume natürlich noch entfernen, bevor es hier ein Unglück gibt. Wäre ja nicht das erste Mal. Aber ich denke, ist ganz gut geworden. Da gibt es Schlimmeres. Es ist zwar nach wie vor nicht perfekt, aber viel besser als vorher. Hätte dann auch weniger Risiko natürlich, dass dann hier was entgleist. So, die werden wir mal kurz woanders hinstellen. Und dann weiß von der anderen Seite probieren, dass wir hier snappen können. Das ist immer ein Traum, das Bauen bei dem Spiel. Perfekt. Gut, dann fahren wir mal weiter zur nächsten Stelle. Schaut euch das an. Viel besser. Man könnte es natürlich etwas weiter nach rechts versetzen. Aber jetzt lassen wir es erstmal so. Da mit dem Gefälle bin ich, mit der Steigung bin ich auch nicht zufrieden. Das könnte man optimieren, aber werden wir erstmal so lassen. Dafür werden wir jetzt hier das Ganze mit dem Steinwall hier ersetzen. Das sieht so komisch aus, wenn das da nach links so runter geht. Ich weiß gar nicht, wie man das spieltechnisch anpassen könnte, dass der Winkel dann korrigiert wird im Code, damit es da nicht solche Extremitäten gibt oder automatische Anpassung. Aber wir werden es gleich sehen. Wird dann gleich viel besser ausschauen. Ich meine, den Steindamm danach zu verlegen, ist gar nicht mehr so schwer. Ich habe da immer Angst, dass er dann zu hoch ist und dass es dann irgendwie ein Clipping-Issue gibt und dass dann die Lok hängen bleibt. Ich hatte schon mal einen Fall, wo ich eben nachträglich das Fundament da neu gemacht habe. Und meine Vermutung war eben, dass es deswegen ist, dass ich das Fundament zu hoch hatte und irgendwie in die Schiene eingegangen ist und dann hat sie locker rausgeschmissen. Jetzt ist das ganze Stück hier, was einfach kacke aussieht. Und da werden wir es mal neu durchziehen. Ich gehe dann immer von rechts oder von links in die Mitte rein, damit ich die richtige Höhe schon mal habe. Dann fleißig entlang ziehen. Und seitlich schauen, dass ich die Schiene weitestgehend richtig treffe. Da war ich jetzt super genau. Und ich habe darauf geachtet, dass ich hier nicht snappe, wenn das Linking-Symbol daherkommt. Am Anfang mache ich es noch manuell hier in der Kurve und später nehme ich aber dann die Richtungssperre und mache dann grob die Kurve. Einfach, dass hier das Gleis schön in der Mitte ist. Ah, jetzt habe ich umgestellt. War dann so weiter. Macht es dann noch ein bisschen einfacher, wenn man seitlich schauen will. Da habe ich dann unten quasi auf die Balken geschaut, dass ich dies ungefähr treffe. Dann halt langziehen. Ich wünschte, ich hätte das früher gewusst, dass man damit Shift in 0,25% Schritten rauf und runter fahren kann. Das hätte mir vieles erspart in der Vergangenheit. War eigentlich ziemlich entspannend, das Ganze zu bauen. Und man hat auch noch gute Aussicht dabei gehabt. So das nachträglich zu machen, also schöner zu machen, ist wirklich viel einfacher. Ich überlege mir, ob ich das öfter mache. Naja. Übrigens, zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 4.11., sind zwei neue Patches rausgekommen. Einerseits haben sie die Kapazität bei der Kohlemine ums 720 angepasst und bei der Eisenmine haben sie die zwei Plattformen auseinandergetragen, also von den Balken und von den Brettern.
der Grund dafür war, dass die Leute eben auch so Entladeprobleme hatten wie ich, indem sie das missverstanden haben, wie man hier entladen muss. Jetzt haben sie es aufgetrennt, damit es ganz klar ist, wo du was quasi entladen musst, damit die Sachen nicht mehr ins Nirvana reingehen. Finde ich eine ganz coole Sache. Und das Re-Rating-Tool haben sie jetzt optimiert, dass das wesentlich besser geht, dass automatisch entkuppelt wird, dass es die Schiene besser trifft, etc. Was sie aber nach wie vor nicht gemacht haben, sind Performance-Optimierungen. Also, ich habe, auch wenn ich alleine spiele, ohne Stream, wenn ich mit den gigantischen Holzzug unterwegs bin, der mit der 18 Wagen, unglaubliche Performance-Probleme. Also im Schnitt habe ich zwar meine 30 FPS, also ich habe es zumindest auf 30 gecapped, es wird schon noch mehr gehen, aber zwischendrin hat er immer diese Mikro-Ruckler und manchmal gehen sie weg und manchmal werden sie schlimmer. Recht schlimm wird es dann hier auf dieser Bergstrecke, wenn ich dann hier rauf fahre. Ich weiß nicht, was es ist an dieser Strecke, aber da wird es dann nicht mehr anschaubar. Ich hatte auch letztens einen Stream, wo ich so eine Versorgungsfahrt mal gezeigt habe. Das gibt es jetzt nicht auf YouTube zu sehen, weil wie gesagt, da bin ich einfach nur mit einem Holzzug hin und her gefahren. Aber das habe ich dann auch recht schnell wieder lassen, den Stream, weil das kann ich euch ja auch nicht antun, wenn ihr dann so Lag-Madness dann seht. Und die müssen das wirklich, wirklich optimieren mit der Performance. Weil ansonsten wird das mit zukünftigen Aufnahmen und dann mit langen Zügen fraglich, ob man dann nicht einfach wartet. Weil mir macht es keinen Spaß, wenn es laggt, und euch macht es auch keinen Spaß. Und die andere Option, mit kleinen Zugkompositionen rumzufahren, finde ich ein bisschen doof. Kann man machen, aber ich meine gerade da die Eisenerzmine, die braucht so viel Holz, wenn man da anständig Erz rauskriegt, da macht es halt schon Sinn, dass man da mit einer großen Komposition rauffährt, finde ich. Mal schauen, also ich probiere es schon mit anderen Aufnahmemethoden, aber wie gesagt, die Ruckler kommen auch, ohne dass die Aufnahme läuft. Leider sehr ärgerlich. Und gerade wenn dann, wir hatten die Diskussion im Stream, wenn man dann wirklich Multiplayer spielt und die anderen Leute fahren dann rum, wird es nicht besser, dann wird es schlimmer. Vor allem dann hostseitig, sprich bei mir. Schade, dass in der Richtung noch nichts passiert ist, Stand heute. Da hoffe ich sehr, dass da endlich mal was kommt. Naja. Klar, Early Access noch nicht mal einen Monat draußen. Aber ja. Und dann natürlich die Quality of Life Improvements. Ich bin echt erstaunt, wie sie das managen wollen da mit Discord. Weil gerade das ganze Bug-Reporting, das ist einfach ein Kanal, wo jeder reinschreibt, wo aber nicht wirklich getrackt wird. Oder zumindest nicht sichtlich getrackt wird. Momentan wird irgendwie das gelöst, was gerade als letztes drin stand oder die Leute am meisten schreien. Aber die Performance ist halt auch so ein Ding. Also da kannst du noch suchen. Und da passiert noch nichts. Was da auch einige gesagt haben, ist, dass die Grafikeinstellung gar nicht mal so ausschlaggebend ist für die Performance-Drops, die was zwischendrin immer wieder sind, also die mit den Mikro-Rucklern. Es dürfte irgendwas mit der Wagenphysik sein. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass gerade wenn sie zusammengelinkt sind, oder besser gesagt gekuppelt sind, dann gibt es automatisch ein FPS-Limit von 30, wenn das denn stimmt. Mensch, während ich das hier vertone, habe ich doch was ganz Tolles auf dem Discord von Railroads Online entdeckt. Und zwar ein Online-Tool von einem Spieler, wo man sein Savegame hochladen kann und dann quasi die Strecke visualisieren kann. Ich werde euch jetzt mal gerade ein Bild zeigen, wie das mit der aktuellen Strecke bei mir so aussieht. Und man kann sich auch die Strecken von den anderen anschauen. Sehr interessant, was da teilweise gebaut wurde. Also ich bin gerade so ein bisschen am Durchscrollen, was die Leute da gebaut haben. Ich meine, von der Strecke her sind wir momentan bei 15,6 Kilometern. Das ist schon mal nicht schlecht, was ich da gemacht habe. Aber da hat es Kandidaten dabei, die haben schon 60, 70 Kilometer gebaut. Und einer, der hat die ganze Strecke zweigleisig gebaut. Wow, ich will gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Und so geile Frachtterminals, was sie da gebaut haben. Ich glaube, vielleicht die eine oder andere Idee werde ich mal da vielleicht mal abschauen davon.
und bei mir umsetzen. Also großes Frachtdepot werden wir auf alle Fälle nochmal brauchen und vielleicht stellenweise auch zweigleisig, mal gucken. Aber auf alle Fälle den Holzfäller müssen wir noch ausbauen, da gibt es noch Optimierung an der Strecke. Sägewerk, da will ich noch den zweiten Anschluss machen. Und dann die Strecke ab dem Gleisdreieck bis zum allerersten Depot, die will ich auch nochmal begradigen. Und da gibt es dann noch eine schöne Kurve Richtung Ölraffinerie etc. Das wird dann die Schnellfahrstrecke werden, irgendwie so. Mal gucken, da kommt alles noch auf uns zu. Aber erstmal müssen wir bis zur Kohlemine und da einen schönen Vorplatz machen, inklusive Depot dort. Das wird dann heißen, dass der erste Frachtzug, der erste Frachtzug wird Versorgungsfahrt werden und dann die ersten effektiven Güter von der Kohlemine, also zur Kohlemine hin. Das waren Schienen und noch irgendein Holztyp, glaube ich. Muss ich jetzt mal nachschauen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. So, generell könnt ihr mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne mal sehen würdet oder was ich hier im Speziellen mal bauen sollte. Und wie euch so die Videos gefallen und ob wir vielleicht mal was anderes spielen sollten. Wie man mal irgendwo reinschauen sollte. Muss auch nicht zwingend Eisbahn-related sein, wobei das natürlich mein Haupthobby ist. Ja, wenn ich mir das anschaue, ist doch eigentlich ganz schön geworden. Hat es doch ein paar unschöne Stellen. Jetzt da gerade zur linken Seite. Die müssen alle weg hier. Aber es geht wirklich gut von der Hand. Das ist gerade so nachträglich, wenn man das so lang zieht. Vielleicht braucht es am Anfang ein bisschen Übung. Aber wenn man erstmal in dem Flow ist, passt es. Ich werde auf alle Fälle dann eine zweite Session machen. Das werde ich vielleicht nicht zwingend aufnehmen und die Kurven ein bisschen schöner machen. Ah, da habe ich jetzt noch eine unschöne Stelle. Sieht es hier auch besser aus. Ich möchte auch gern die Senke ein bisschen entschleunigen ab der Stelle, wo es dann richtig steil nach unten geht. Da will ich das Gefälle leicht anpassen. Wird aber heißen, dass dann die gesamte Strecke, also mindestens einen größeren Teil, etwas höher wäre. Aber damit lasse ich mir noch Zeit. Hier könnte man sich überlegen, ob man dann ein kleines Ausweichgleis macht. Aber ich sehe den Nutzen noch nicht so wirklich. Aber ich habe eben schon einige gesehen, die dann hier ein Gleis reingefahren haben. Zum Abstellen oder mit einem Wasserturm. Aber man ist hier schon so kurz vom Ziel. So, jetzt noch ein paar Stellen, die müssen wir noch sauber machen, weil die ganze Bergfront da soll gut ausschauen. Also gerade wenn wir dann auf der anderen Seite mal die andere Strecke machen, dann würde ich auf die gegenüberliegende Seite schauen können und mich dann diese Glitches oder unschönen Stellen einfach nicht sehen. Mal alles weg. Geht ja Gott sei Dank sehr gut. Dann haben wir hier natürlich ein paar Lücken. Aber da werde ich dann gleich komplett durchziehen und das sauber machen. Hätte man so nicht sagen, ich habe das von Anfang an so richtig schön pflegt, aber nein. Das ist fast unmöglich, das im ersten Run richtig zu machen. Wobei, bei der Brücke habe ich schon geschafft. Das war auf der letzten Bergstrecke, wo wir jetzt gerade am Bauen sind. Das ist echt gut geworden, aber eben sehr selten. Für das habe ich dann auch eine neuere Technik. Ich gehe weiter hinten rein, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Weil das mit dem Löschen ein bisschen einfacher ist. Beziehungsweise, dass ihr diese schrägen Kanten dann teilweise nicht macht. Ja, irgendwie so ein Link-Feature wäre ganz praktisch, dass man dann in die Schiene reingreifen kann und der wäre dann gleich auf der richtigen Höhe. Oder halt von dem Anfang. Und man kann dann weiterziehen. Ich frage mich, auf was er da eigentlich immer wieder snappen will.
Ich habe mir einfach nicht getraut, das zu machen. So, glaube ich, machen wir hier einen guten Abschluss. Und dann sieht es aus, als wäre es fast in einem Guss. Und eben da hinten, das kann man jetzt dann gleich viel leichter löschen. Ja, jetzt haben wir hier die Kante drin. Aber ich habe es dann erstmal lassen. Ich habe übrigens einen kleinen Tipp für euch als YouTube-Kanal. Wenn euch so die amerikanische Narrow Gauge, also die Schmalspurbahn und die Geschichte etc. interessiert, da gibt es den Kanal Toyman Television. Ich blende an der Stelle mal ein Video ein. Da sieht man die ganzen Lokomotiven in echt. Er selber ist ein Modellbauer mit seiner Frau. Und sie sind da ganz oft bei so Heritage Railways unterwegs und dokumentieren das, erzählen viele historische Fakten zu den Sachen, sehr interessant zum Anschauen. Also ich habe den vor kurzem entdeckt und schaue mal parallel so die Videos von denen an. Also schaut mal vorbei, es ist ziemlich interessant, da mal die Originalvorbilder zu sehen von dem, was wir hier in Railroads Online drin haben. Generell, also ich schaue viel solche YouTube-Videos an. Mit dabei natürlich auch Eisenbahnromantik. So, wer schaut's nicht? Schreibt es mal in den Live-Chat, wenn ihr auch ein Eisenbahnromantik-Fan seid. Ja, langsam nähern wir uns auch dem Ende der zweiten Bergstrecke, beziehungsweise bis zum Plateau. Also so viel müssen wir jetzt gar nicht mehr neu machen. Ich mache die letzten Stücke, die wir noch finden. Ja, ich habe das Ganze so in einer knappen Dreiviertelstunde gemacht. Anfang dachte ich wirklich, ich brauche da ein bisschen länger, aber naja, ging ja doch recht flott. Ja, und als nächstes, also der nächste Stream wird dann wieder die dritte Bergstrecke werden, dass wir da weiterbauen und eventuell danach nochmal schön bauen. Ich bin mir aber am Überlegen, ob wir die hier zuerst final optimieren, also gerade mit den Kurven. Oder ob wir uns nicht die allererste Bergstrecke vornehmen. Da hat es ja noch vor allem die Brücke des Todes mit dem Knick drin. Der ist störend. Das wäre vor allem so eine Stelle. Ansonsten, glaube ich, haben wir die Strecke sehr gut getroffen. Ich müsste jetzt nochmal abfahren. Ich fahre sie mittlerweile relativ selten. Beziehungsweise, wir müssen... Jetzt fällt es mir ja gerade ein. Ja, genau. Wir müssen noch Scheitholz zur Schmelze bringen. Da wird es sich anbieten, dass wir über die alte Strecke fahren. Es wird sich dann kombinieren mit der Versorgungsfahrt zur Mine rauf. Und dann können wir ein bisschen mehr Scheitholz mitnehmen. Haben wir da schon mal alles. Wenn ich mal so überlege, da könnte man eigentlich ein Gleisdreieck machen bei dem Plateau hier unten. Und da ein paar Abstellgleise machen. Gerade für so Scheitholzwagen, dass die dann schon mal da wären. Dass man nicht mehr so weit fahren müsste. Wobei, das ist auch irgendwie unsinnig. Weil dann kannst du sie ja gleich bis zu den Minen fahren und da einfach stehen lassen und dann nutzen, wenn du sie brauchst. Mal gucken. Aber ein Gleisdreieck könnte vielleicht noch Sinn machen. Dass wir das bauen, weil jetzt ist einfach nur eine Weiche da unten, wo es dann zur dritten Bergstrecke weitergeht. So. Was ich jetzt hier noch nicht gemacht habe, ist mit dem Güterzug durchfahren. Das werde ich noch machen. Das werden wir dann im Stream machen. Ich meine, mit der Draisine hat es mich jetzt nirgendwo rausgeschmissen. Aber ich vertraue nicht darauf, dass das als Test reicht. Ich will da erstmal mit dem Zug drüber. Mit vorher speichern. Die Brücke da könnte man eigentlich auch neu machen. Das, also gerade der Knick da, der wird sich verhindern lassen, indem wir da anders reinfahren. Das könnte man tatsächlich noch machen. Muss man einfach, ja eben, hier an dem Bereich ein bisschen anders reinfahren und dann kann ich dann gerade rüberziehen. Ich denke, das mache ich offscreen, das geht recht schnell. Jo. Und dann sind wir hier ja schon fast unten. Man könnte auch hier von der Wand noch ein bisschen wegkommen. Man hier mittiger ist und natürlich weiter nach unten. Ah, wobei, ich glaube, ich habe das gemacht, damit ich da vorne, wo die Brücke anfängt, schön auf den Boden hinkomme. Mal schauen. Tja, man kann auch mit einer Draisine entgleisen, wer hat's gedacht. Aber bei der war nicht schlimm. Die ist schnell wieder aufgestellt und weiter geht's.
Ja, ideal für so Bauarbeiten. Zumindest wenn es nach unten geht. Und nach oben kannst du laufen. So habe ich sie auch nach oben gebracht. Ich bin die meiste Strecke nach oben gelaufen. Mit der Dresine quasi so in der Hand. Ja, hier mal noch einen schönen Bereich. Da wollen wir jetzt hier auch nochmal einmal alles austauschen. So, für den letzten Teil gibt es nochmal eine kleine Timelapse und dann hören wir uns hier gleich wieder. So, dann haben wir das geschafft mit dem Ausbau. Ich denke, das habe ich ganz gut gemacht in der Episode und die Strecke sieht jetzt wesentlich schöner aus als wie vorher. Wie gesagt, ein paar Kurven gehören noch schöner gemacht, dann wäre es absolut perfekt, aber ich bin zufrieden mit der Arbeit. Hoffe, es hat euch auch gefallen und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht ein Follow, wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt und bis zum nächsten Mal, vielleicht im Stream oder hier als Episode. Bis denn dann. Das war's. Hat mich gefreut.